Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau, der Unimog-Ausgabe 75. Wir beginnen mit dem Armaturenbrett. Wir haben nicht sehr viel zu tun. Ja, um genau zu sagen, wir bauen einen Hebel an. Dann gucken wir uns jetzt erstmal die Teile an. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Shit hat ja so ein bisschen andeuten lassen, beziehungsweise bei manchen Modellen fangen sie an, das auch umzusetzen, mit Plastik zu ersetzen durch genau Pappe, Papier, Papier verpacken. So, wir haben hier aus massivstem Plastik das Armaturenbrett. Boah. Schlicht und einfach, wie es sich für einen Unimog geziemt. Und wir sollen dann diesen, was ist denn das für ein Hebel? Ich glaube, war das irgendwie Bremse oder irgend sowas? Sollen wir hier so hoch? Ups. Da Neustecke. Das war's schon. Ha. Ich meine, es gibt ja Modellbauer, die zeigen halt wirklich nur ein Teil pro Ausgabe. Da muss ich mal Ausgabe 76 reinlunse. Da kriegen wir die Instrumententafel. Da machen wir die doch jetzt gleich mit. Die Instrumententafel, damit wir da ein bisschen was wenigstens noch zu schrauben haben. Das muss ich gerade mal gucken. Wo sind wir denn? Hier ist die Nummer 76. Wir befreien die Teile. Haltet aus. Befreien Naht. Yippie! Ach ja. Okay, ich hole euch mal etwas näher ran. So, als erstes gucken wir mal. Wir haben hier die Armaturen. Und wir haben hier unten irgendein Bodenteil oder sowas. Nee, das ist so ein Kastenbodenteil. Da kommt dann irgendein Kasten dran oder sowas. Gut. Also ich brauche als erstes, wenn ich den Heil hier rauskriege, dieses hier. Das ist halt diese ganze Betriebsanzeige mit dem Tacho oder sowas in der Art. Ist das wirklich ein Tacho? Ja, doch, ich meine ja. Das ist genau der Kilometer-kmh. Tacho. Drehzahlmesser, Betriebsstunde, Öldruck, Spannung und dies und jenes. Alles, was halt so ein Unimog braucht, um zu funktionieren. So, wir sollen das hier umlegen, vorsichtig mit dem Hebel. Das hier rein. Das geht nur in eine Richtung rein. Anschließend kommt die Rückseite hier dran. Kommt hier drauf, kann man auch nur, wenn man da, dem Bogen folgt, nur in eine Richtung drauf machen. Es wird dann auch später mal beleuchtet und wir brauchen zwei AP-Schrauben. So, Schraube Nummer 1.
Und Schraube Nummer 2. So. Schön handwarm anziehen, wie es unser guter Freund, der Dadanato, immer so schön sagte, aber da gefällt mir das nicht. Das scheint ein bisschen verrutscht zu sein oder so. Das sitzt nicht so schön da drin. Muss ich noch mal gucken, ob er das eventuell noch mal ein bisschen verschieben kann. Nee, das ist kein großes Spiel. Also ist der Druck nicht so ganz perfekt aufgesetzt. Der Druck selber ist schön, aber er sitzt nicht so perfekt da drauf. Egal, wir haben nur diesen, also nehmen wir ihn. So, als nächstes kommt diese plastikhafte, dieses plastikhafte Teil, Bodenplatte von der Kiste. Dann haben wir hier, schau dir mal, Typenschild oder sowas. Das kommt hier drauf. Wir haben hier zwei Nupsis, einen etwas größeren, einen etwas kleineren. Es wird einfach nur fest drauf gesteckt, wird nichts geschraubt. Dann nehmen wir das Armaturenbrett. Genau, das kommt nämlich dann hier so drauf. Also, da ist hier die entsprechende Auskerbung, es kommt da so drauf, da so, und wird von unten mit einer Schraube festgeschraubt. Also nochmal so, dann hier von hier unten. Nicht zu fest. Einmal handwarm. Wir wissen, das ist Plastik und vor allen Dingen, es würde sich sonst verbiegen. So, jetzt haben wir hier drei Taster. E, F, G. E ist der dicke, F, ja, muss ich mal schauen, wie die denn hier so aussehen. Das scheint der kleine. Das ist der dritte. So rum. Also wir nehmen das Armaturenbrett und legen den dicken hier rein. Dann kommt der kleine da rein. Ups. Warum nehme ich eigentlich keine PCB? Weil ich keinen Griff bereit habe. Wie immer. Dann noch eine viel zu grobe. Da schmeißen wir alles wieder raus. Apropos, schmeißen wir alles wieder raus. Leute, ich muss mal kurz unterbrechen, weil ich muss nämlich gerade, stelle mich gerade mit Erschrecken fest. Hier muss ich ein paar Kabel, wo habe ich denn die? Ah, ja. Hab die Kabel da, ja, wunderbar, brauche ich doch nicht unterbrechen.
weil ich soll ja auch ein paar Kabel einbauen. Zack, ist drin. Der dicke kommt da rein und der kurze dicke. Dann brauche ich diese Platte, Leute, die ist aus Metall. Oder täuscht es? Na gut, muss ich mal gucken, wie ich das hier irgendwie, ohne dass mir, so, ich brauche jetzt drei Kabel mit Schalter. Einmal das gelb-grünen. Ich brauche den rot-grünen und ich brauche den rot-schwarzen. Perfekt. Alle anderen bleiben da drin. Und ich brauche dann noch eine AP-Schraube, mit der ich das Ganze dann befestige. Jetzt wird es nämlich ein bisschen fummelig für mich, für meine dicken Finger. So. Jetzt mal irgendwie so ein bisschen so legen, dass sie auf Länge liegen bleiben. Eieieiei. Ach, ist das aufregend. Das letzte. So, jetzt halte ich das hier mit rechts, versuche das Ganze abgerutscht. Mit links anzusetzen. Hält. Also ich darf, ich mache mal klick 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 klick. Wow. Ha. Okay, das war's, was wir hier zu machen hatten. In dieser Ausgabe. Ja, gut. Da haben wir zwei Ausgaben gemacht und dadurch auch ein bisschen längeres Video. Viertelstunde. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch alles Gute.
Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's dann. Tschüss, macht's gut, euer Rick.